Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Leute. Heutiges Thema Open Source Intelligence ist kein April-Scherz. Ich werde jetzt die nächsten 5 Tage für euch Open Source Intelligence, Geointelligence, bla 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 machen. Eine wichtige Sache, weil ich es wirklich nicht darf. Ich werde das über Folien machen, euch das Wichtigste erklären in unter 5 Minuten, jeweils immer auch Tools nennen. Ich möchte mir aber keinen letzten YouTube-Strike einholen, deswegen zeige ich keines dieser Tools, weil da bin ich mir sicher, das ist ein Instant-Block, wenn ich irgendwas zeige. Ja. Ich würde sagen, starten wir los. OSINT, Open Source Intelligence. Was ist es generell? Du musst es so vorstellen, über Open Source, ja, öffentliche Quellen, möchte ich über dich Informationen rausbekommen. Eigentlich kommt es aus dem Geheimdienst. Und ich sage mal so, ist jetzt mittlerweile kein großes Geheimnis mehr, dass die Geheimdienste früher solche Techniken genutzt haben, um dich zu profilen, also von dir rauszubekommen, wer bist du, was magst du, welche Interessen hast du. Und jetzt mal weg von unserem Thema, Penetration Testing, auch Marketer machen das so. Die tun ja auch über Facebook, LinkedIn, Xing und Co. Da sind wir zwar eher im SOC-Mint-Bereich, Social Media Intelligence, aber genauso Informationen aus dir rausziehen. So, wir wollen ja nichts Illegales und wir wollen auch kein Marketing machen. Man kann man als Penetration Tester, weil man seine eigene Firma bewerbt, okay. Aber was für uns wirklich, wirklich wichtig ist, ist rauszufinden in einem Penetration Test, was bekommen wir an Informationen über ein Unternehmen raus, über die öffentlichen Quellen. Ja, das kann ein Target sein, das kann eine Domain sein, das kann was auch immer, das kriegst du von deinen Kunden hingeworfen und dann heißt es, such jetzt alles aus, was du findest. Da ist oft die Frage, ich mache zwar einen Portscan, schön auf so einem Target, aber finde ich schon was, bevor ich einen Portscan starte? Gibt es schon in öffentlichen Quellen etwas, das mir zum Beispiel für später, für mein Passwort-Profiling, was ich mit CAP zum Beispiel mache, valide Passwörter oder Möglichkeiten dafür gibt oder E-Mail-Listen für Brute-Forcing-Angriffe? Was man mit Harvest dann zum Beispiel rausholen kann, ja. Lauter solche Sachen. Das heißt eigentlich, ich versuche mit OSINT über die öffentlichen Quellen so viel Angriffsvektoren wie möglich für mich herzuholen, ja. Und diese Angriffsvektoren nachher dann bei mir im Penetration Test, in die Information Gathering Phase, was man eigentlich zusammennimmt, OSINT und Information Gathering, reinzufließen. Und das ist einfach relativ cool, wenn du es so kannst. Ja, und ich sag mal so, eine Sache zur Realität, weil im Penetration hast du 3, 4, 5, 10 Manntage, was auch immer, weiß man nicht, oder Projekttage, ja. Ist schwer zu sagen, weil es kann von A bis Z gehen, kommt immer auf die Firmengröße und das Budget an. Ich möchte mich dazu eigentlich nicht äußern, weil es immer anders ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das Ding ist, wenn ein echter Hacker ist, dem ist es egal, wenn er eine Million dahinter hat, ob der jetzt eine Woche, ein Jahr, 10 Jahre für 100 Millionen, aufs Spiel setzt mit, ich mache mich schlau, weil du musst mir überlegen von dieser Cost-to-Benefit-Ratio. Naja, wenn es ein echter Hacker ist und der hat es auf dein Geld, auf deine Firma, auf die Zerstörung von dir abgesehen, dann nimmt er sich so lange Zeit, bis er den Erfolg hat, wenn das Ziel einfach groß genug ist. Und deswegen sage ich jetzt mal so, ist es gut, wenn wir Penetration-Tests simulieren, was du wirklich aus OSINT rausbekommst, ja, dann das den Kunden zeigen und die Kunden können dann von uns die Patterns, was wir gefunden haben, direkt wieder, soweit es geht, aus den sozialen Medien entfernen, sei es mal andere Informationen reingeben und so weiter, dass OSINT viel schwieriger ist für echte Angreifer. Das ist mal der Punkt, dass wir Penetration-Tester vertreten. Was sind die Vorteile für uns Penetration-Tester? Informationen ohne direkten Angriff, das heißt, das ist Passive Information Gathering. Da sieht niemand etwas. Wenn du auf Whois gehst, wenn du auf SSL Labs gehst und so weiter, ja, das sieht keiner. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Scan machst, klar. Aber wenn du irgendwo jetzt, sag jetzt mal, Registrare ausliest, Daten ausliest aus einer Datenbank, die öffentlich zugänglich ist, sieht das dein Opfer, beziehungsweise in dem Fall die Firma nicht, die du Penetration testest, ja? So, was ich persönlich in der Praxis mache, ich mache eine Phishing-Kampagne mit GoFish für unsere Kunden und da ist so, Open Source Intelligence öffnet mir die meisten Möglichkeiten für dieses Spear-Phishing, dass man das wirklich herzeigen kann, ja? Und das ist ein Benefit, den nutzen echte Hacker so, dem wir unseren Kunden so zeigen können, Moment mal, das und das und das haben wir jetzt über OSINT bekommen, das lassen wir jetzt ins Spearphishing einfließen, mit GoFish zum Beispiel Kampagne gestartet, schaut eins zu eins aus wie eure echte Seite, x Personen sind drauf reingefallen. Schlimm wird es, wenn das C-Level, was dich in Auftrag gegeben hat, auch reinfällt. Ich sag's ganz ehrlich, offen und direkt, auch nicht so schlimm, weil wir Whitehead-Hacker haben dich dazu gezwungen, sag ich mal, da reinzugehen, ja. Kein böser Angriff, also Schaden nicht wirklich vorhanden. Awareness hoffentlich im Kopf da, das ist das Wichtige, ja. Aber trotzdem, sagen wir so, sehr oft ist es wirklich mittlerweile mit Spearphishing so realistisch, dass man es eigentlich mehr rausbekommt als Angreifer. Als Opfer, dass der Angreifer das wirklich so gut macht. Ist auch wirklich leicht für uns Pendler mittlerweile.
Ja, du kannst extrem viele Informationen automatisch erhalten, Open Source Intelligence Framework zum Beispiel, Mightego und so weiter. Das Coole ist, es ist größtenteils kostenlos, außer du willst bestimmte Auszüge aus bestimmten, eher sagen wir jetzt mal, Registraren vom Staat haben, dann musst du immer zahlen. Ist auch möglich und du brauchst halt immer eigentlich einen speziellen Ausweis dafür. Ich möchte nicht zu viel darauf eingehen, aber geht auch, kostet aber und du musst halt berechtigt sein, also eine Befugnis haben. Echte Angreifer könnten sich stehlen, Peer Penetration, das machen sie natürlich nicht. Ja. Und natürlich kannst du auch Data Leakage erkennen, also sind irgendwo Dokumente rausgekommen, die man eigentlich nie haben wollte. Jetzt kommen wir zu den Tools. Bevor es losgeht, bitte ehrlich jetzt, wenn ich Tools erwähne, heißt das nicht, du kannst das nehmen, du kannst das nehmen, ich nehme alle in Kombination, was jetzt hier stehen. Ja? Ich bin ein Typ, der urwenig Tools nutzt, aber wenn sie Sinn machen, dann gebe ich euch generell immer und auch bei meinen Schulungen die Auflistungen, die wirklich Sinn machen. Showdown. Exposed Webcams, Exposed IoT-Geräte, was heißt Exposed? Öffentlich auffindbare, die du wahrscheinlich auch übernehmen kannst, sagen wir es mal so, in simpler Sprache. OSM-Framework, das ist so eine Seite, da klick dich durch, ich habe einen Usernamen, dann kommst du zu einem Usernamen-Portal, wo du suchen kannst. Ich habe zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, du kannst es dir vorstellen wie Maltego, nur als Webservice. Maltego hat aber bei anderen Sachen Vorteile. Spice ist auch so eine Art Suchengine, einfach. Geh einfach auf die Seiten, da ist nichts Illegales dran, keine Angst. Nur bitte, ganz ehrlich, such dich selbst, da hast du nie ein Problem. Such niemand anderen ohne Erlaubnis, ohne Permission Attack, weil da kannst du Probleme kommen. Generell bei allen Frameworks, ja. Mightego, die eierlegende Wollmilchsau, wie viele sagen, für Open Source Intelligence und generelles Profiling in der Forensik. Kannst auch Bitcoin-Adressen zurückverfolgen und so weiter. Kannst eh alles mal durchlesen, was die können. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, zwar eines der besten Frameworks, aber das einzige, ich meine, Spice kostet auch, wenn man es kommerziell nutzen will, aber das einzige, wo man dann wahrscheinlich doch Geld lassen sollte, weil die Community Edition ist für uns Penetration, ist da ausreichend. Du willst das aber in riesengroßen Stil machen und eher so staatliche Einrichtungen oder für die Forensik, sollte man Maltego halt schon kaufen. Für uns Pentester, das sei jetzt mal so, ist es irgendwo zwischen dem Ding, rentiert sich eigentlich eher wenig, dass man dafür Geld das zahlt. Spiderfood ist ein Open-Source-Projekt, kannst über einen Docker-Container starten. Urgeil, du gibst eine Domain ein, er sucht da alles raus, was er drüber findet, macht das ganze OSINT, plus sieht auch, wenn du mit Malware Compromise bist, solche Incidents of Compromise. Relativ cool. Ja, im Großen und Ganzen, ich kann dir alle Tools wirklich empfehlen. Das ist jetzt nicht so, weil mich der eine oder andere gefragt hat, wenn ich da auf ein Tool klicke, kommt gleich das Bundeskriminal zu mir. Nein, nein. Das sind öffentlich nutzbare Tools, dürfen wir alle nutzen, aber natürlich musst du eins überlegen, du darfst nicht hergehen und jetzt irgendwie einen gezielten Angriff an eine Person machen, auch wenn es ein unbewusster Angriff ist, ist strafbar. Einfach am besten den Anwalt fragen, der kann das eh in Ruhe erklären, aber jetzt mal für sich selbst, lokal bei sich spielen und so, da gibt es immer Ausnahmen. Eigentlich darf man für sich selbst zu educational purposes sich selbst kennen, im eigenen Netzwerk, seine eigene Person. Da kann es eigentlich nicht zu einer Straftat kommen. Ich sage jetzt absichtlich eigentlich, weil bitte trotzdem nochmal abklären, das ist der Stand, soweit ich überall informiert bin. Ja, im Großen und Ganzen das, was mit Open Source Intelligence, es kommt Geospatial Intelligence noch, es kommt noch SOCMINT, also Social Media Intelligence, es kommt noch SIGINT, da muss ich aufpassen, das ist Signal Intelligence, das ist, gehört eigentlich nur den Überwachungsdiensten, deswegen da muss ich ein bisschen lizenzieren. Dann kommt noch Human Intelligence. Und ich werde noch jetzt gleich was ankündigen, weil ich gerade Bock drauf habe. Red Teaming werde ich euch auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Also, bis zum nächsten Video, euer Daniel. Ja, ich bin's nochmal. Ich wollte noch was sagen, und zwar, wenn dich das Penetration Testing wirklich voll bockt und du sagst, mega cool, möchte ich unbedingt machen, möchte das zu meiner Passion machen, zu meiner Leidenschaft machen, möchte das auch als meinen Berufsweg wählen, ich mag es ja genauso, ja, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Wir haben ja unseren SMP Penetration Testing Mentor. Die Kurzfassung, eine 3 bis 6-monatige Ausbildung zum professionellen Penetration Tester, und kannst du mal im Hintergrund bei mir ein bisschen mitschnuppern. Da sind Buffer-Overflows drin, das ist Mobile Penetration Testing, API Penetration Testing, WLAN Penetration Testing, Exploit Development, wirklich Penetration Testing von A bis Z. Lerne von mir als Senior, wie du professioneller Penetration Tester wirst. Und da hast du noch Mentoring dazu, da hast du noch unser Hacking Lab dazu, über 70 Stunden Videomaterial, über 30 Stunden Hacking Machine, das wird immer mehr. Was ich sagen will ist, wenn dich sowas bockt, kannst du entweder auf unsere Mentoring-Seite gehen, mentoring.securitymitpassion.at/mentoring, dann bist du direkt dort, Link natürlich in der Beschreibung, und natürlich auch uns eine E-Mail schreiben an mentoring@securitymitpassion.at, dass du dich bewerben kannst. Ja? Cooler Tipp, ja, wir haben ja bald Ostern. Ich sag's ganz ehrlich, ich liebe es einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, Leuten zu helfen. Deswegen haben wir es geschafft, dass wir jetzt
40% Rabatt geben können bis zum 5.4.2021, also bis zum Ostermontag. Und die möchten wir dir einfach geben. Ja? Und deswegen kann ich ganz ehrlich sagen, wenn du Interesse hast, wenn das dein Ziel ist, komm vorbei, kriegst ein 30-minütiges, komplett kostenloses Beratungsgespräch. Es geht über das Bewerben, also einfach auf den Bewerben-Button klicken, schickst uns eine E-Mail, kriegst ein kostenloses Beratungsgespräch. Im schlimmsten Fall, du ganz ehrlich, hast du von unserer Strategie wie so Penetration Testing lernen kannst, mitbekommen, das ist das Schlimmste, was dir passiert. Im besten Fall bist du bei uns und lernst es professionell. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen bis zum Schluss. Hau rein, dein Daniel.